I think the main goal of RVPEF research in Jorlesund is understanding the Arctic environment, understanding the processes which are going on. Dass zwei Nationen gleichberechtigt eine gemeinsame Station betreiben, gibt es in der Arktis ein einziges Mal. My name is Isabelle Schulz. J'ai été responsable de station à RVPEF. Je m'appelle Dominique Fleury. Ich bin die wissenschaftliche Koordinatorin der RVPEF Station in Jorlesund. La station RVPEF est une station où des équipes de recherche allemandes et françaises cohabitent et puis collaborent ensemble. Donc ce sont des recherches très importantes évidemment pour les enjeux environnementaux actuels du climat notamment. Aus meiner logistischen Sicht ist das Hauptziel von RVPEF, gute Infrastruktur zu bieten und bestmögliche Betreuung für die Forschung, damit sich die Wissenschaftler ganz auf ihre Feldarbeit konzentrieren können. C'est une base qui est coincée entre les montagnes et le fjord. I think we are the only institution in town where two countries are directly collaborating. And I think it has been working for 20 years pretty well. Donc ce qui est intéressant dans la coopération binationalité, c'est vraiment le complément des spécialités de chacun. And I think there's no better way to do science. Ach, wie soll man das sagen, wie eine große Familie im Grunde, in der man da aufgenommen wird und die auch super unterstützend bei der Arbeit ist. Wir sind zusammen, wir essen zusammen, es gibt die Messe, es gibt die Bar, es gibt die verschiedenen Projekte, wo sich alle zusammen unterstützen. On se soucie pas trop de savoir d'où viennent les projets, soit de France ou de l'Allemagne. On les déroule dans le cadre de cette collaboration. Und das ist eigentlich das Besondere an der Station. Et on a cette chance, cette particularité d'avoir plus de 3-4 mois de nuit en continu. Et à l'opposé, on a aussi cette alternance avec 3-4 mois de jour permanent. I think in general we are very strong in many different fields of research, especially in atmospheric science, marine biology, terrestrial science and also glaciology. Im Großen und Ganzen sind alle hier, um die Arktis besser zu verstehen. Im Vordergrund steht natürlich die Klimaforschung. Das betrifft irgendwie alle Projekte, die hier forschen. Besonders schön finde ich, ein Teil der RVPEF-Geschichte zu sein und sie aktiv mitzugestalten. I would like to congratulate all us together to have such a fantastic work here. Wir sind dankbar, dass wir an diesem einzigartigen Ort einen Beitrag zur internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft leisten können. Und wir möchten Norwegen und unseren norwegischen Kolleginnen und Kollegen dafür danken, dass RVPEF ein Teil der New Orleans Research Station ist. Insbesondere danken wir auch Kings Bay AS, unserem vertrauensvollen Gastgeber und Dienstleister seit Jahrzehnten. Herzlichen Glückwunsch, RVPEF. Happy Birthday, RVPEF. Bon anniversaire à RVPEF. Congratulations, RVPEF, for these 20 years. Happy 20 years anniversary, RVPEF. Alles Gute zum Geburtstag, RVPEF. Donc, je ne peux que souhaiter qu'un bon anniversaire, évidemment, à nos 20 ans de collaboration. Et c'est reparti pour plusieurs années, j'espère, après la célébration de la RVPEF des 20 ans. Joyeux anniversaire, RVPEF. Happy birthday, RVPEF. Alles Gute, RVPEF. Auf die nächsten 20 Jahre. On souhaite bon anniversaire à la RVPEF et on souhaite que ça dure 20 ans de plus au moins. Happy birthday. Und hoffen wir, dass es noch mindestens 50 Jahre, vielleicht 100, so weitergeht. I have to do the 20 centimeter plus this one. Yeah, 20 centimeters always from the surface. Yes, from the surface.